Meinst du, du kriegst meinen Aufschlag? Lass kommen. Ich stehe mehr so auf Körper-Vollkontakt-Ping-Pong. Ganz im Ernst. Beziehungstechnisch sind die beiden meine Helden. Hörst du, Schatz? Hey, Alter, jeder will doch mal mit seinem Helden tanzen. Jetzt komm schon! Hey, wir sind auf dem Großbildschirm, Ronny. Einsatz! Ich habe gerade die Frau meines besten Freundes mit einem anderen Mann gesehen. Sie müssen es ihm sagen, Ehrensache unter Männern. Hey, hallo. Früher wurden Boten für sowas geköpft. Wenn Sie das Ihrem besten Freund vorenthalten, treiben Sie es quasi auch mit ihr. Geh einfach zu ihm hin und sag's ihm. Die Sache ist die. Das sind die Fakten, Alter. Komm her. Na los, jetzt lass dich schon drücken. Warum umarmt sich der Mann selbst? Geh einfach weiter. Nick, ich muss dir was sagen. Ich hab zu tun. Ich hab jetzt keine Zeit. Okay. Wieso reden Sie nicht mit ihr? Ich hab dich gestern gesehen mit so einem Loser in einem beschissenen T-Shirt. Denkst du jetzt, ich will irgendwas von Sip? Sip? Du hast ja einen Kerl gefunden, der Sip heißt? Sip? Wir taufen sein Kind Sip. Sip? Nick ist mein bester Freund. Ich kann's ihm doch nicht verheimlichen. Hey, Ronny, wo bist du? Ich mach grad so Verschiedenes, weißt du? Scheiße, Ronny. Was ist denn mit dir passiert? Och, kleine Kneipenschlägerei. Kneipenschlägerei? Hast du die Show genossen? Hey! Ja. Ich war in so einem Laden, der Sip heißt. Sips Bar und Grill. Da hängen nur Lügner und miese Typen rum. Abschaum eben. Sowas kann eine Ehe ruinieren. Ich versuche das hier wieder hinzukriegen. Nein, Ronny, du machst nur noch mehr kaputt. Oh Gott. Sip, nenne nicht schießen. Ich stehe auf deiner Treppe. Dafür wanderst du ins Gefängnis. Nicht, wenn du in der Wohnung bist. Hab ich gegoogelt. Komm rein, in die Wohnung. Lasst uns anstoßen auf Bird und Sue. 40 Jahre. Wow. Und was euch diese 40 Jahre zusammengehalten hat, ist, nehme ich an, vor allem Ehrlichkeit. Und Liebe. Aber vor allem doch Ehrlichkeit. Und gemeinsame Interessen. Wer bist du? Ich bin Cousine Betty. Ersten Grades? Zweiten. Okay, Cousine Betty, du bist eine Cousine zweiten Grades und damit keine richtige Verwandte. Mit so einer Cousine kann man nämlich Sex haben und trotzdem normale Kinder kriegen. Dickste Freunde. Also nochmal, worauf es ankommt, ist Ehrlichkeit. Die Wahrheit holt einen immer ein. Habe ich recht? Demnächst im Kino.